Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 21 Torwartspielerkarriere. Mein Name ist Jan, schön, dass du zu dieser neuen Folge mit eingeschaltet hast. Heute wird es nämlich ganz besonders. Wir sind wieder in der Champions League Gruppenphasen. Spieltag 2 beginnt jetzt gegen Lille. Die größte Chance für uns, meiner Meinung nach, hier Punkte zu holen. Letzte Folge hatten wir erst einen Gruppenphasen-Spieltag. Wenn ihr das verpasst habt, müsst ihr darauf nochmal vorbeischauen. Es geht außerdem noch weiter in weiteren wichtigen Spielen, aber wir gehen jetzt erstmal über zu diesem Spiel und müssen das Ganze jetzt auswärts meistern. Auf geht's! Das ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Weitere wichtige Spiele haben wir heute auch noch danach in der Folge. Da geht's auch um die Liga und wir beenden heute auch noch die Hinrunde. Also Dramatik pur. Ja, Dramatik gibt es auch hier in den ersten Minuten. Das ist zwar jetzt erstmal abgepfiffen, trotzdem der erste Schuss aufs Tor. Ja, hier sehen wir weswegen abgepfiffen. Minimale Abseitsposition. Also auch hier sind wir natürlich in diesem Spiel nicht die Favoriten und das zeigt uns Lille auch sehr, sehr deutlich. Nichtsdestotrotz habe ich, muss ich sagen, mein persönliches Ziel ist es, nicht unbedingt in der Champions League weiterzukommen, aber auf jeden Fall gute Spiele zu haben und mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, ja, mindestens in die Euroleague halt weiterzukommen. Erstmal Halbzeit 0:0. Oh, da ist eine Lücke offen, da ist eine große Lücke offen und da ist das Tor zum 1:0. Jetzt nochmal alles geben, nach vorne pushen, Daumen drücken. Wir müssen mal Punkte holen, auch wenn es erst das zweite Spiel ist, nur ein Unentschieden oder so. Das wäre so wichtig. Und jetzt, ja, hinten ist es natürlich logischerweise offen. Boah, was ein Glück, dass der Verteidiger, wobei den Schuss, also der, ich hatte mich ziemlich gut positioniert, den hätte ich gehalten. Nichtsdestotrotz, diesmal auch gut verteidigt. Ende aus vorbei, wir verlieren unglücklich mit 1:0, unglücklich auf der einen Seite, weil wir selber nicht viele Chancen bei uns zugelassen haben, aber dann all die, ja wirklich, diese eine gute Chance dann bei denen gekommen ist, was zum Siegtreffer geführt hat. Und auf der anderen Seite, auch wir hatten halt nicht viele Chancen, hätten diesen Lucky Punch vielleicht auch machen können, haben es aber halt nicht gemacht. Jetzt müssen wir die Konzentration zurück auf den Alltag lenken, auf die Liga und Rapid Wien gewinnt weiter. Die haben die maximale Punkteausbeute und jetzt Wolfsberg. Wir sind heim und verbessern uns auch immer weiter. Marktwert schon bei 11,5 Millionen, der Wahnsinn. Nationalmannschaft leider für uns immer noch kein Thema, aber irgendwann demnächst vielleicht. Auf geht's, das ist das vorletzte Spiel der Hinrunde. Oh jawohl, mal ein bisschen Glück haben, yes, 1:0, 8. Spielminute immerhin in der Liga. Geht es so weiter, wie wir es gewohnt sind, frühe Führungstreffer, am Ende kommt der Sieg. Kann man so jetzt natürlich zu diesem Spiel noch nicht sagen, aber wenn es eintrifft, bin ich glücklich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh mein Gott, was passiert da? Wieso spielt er nicht ab? Ist der lost? Also unglaublich gute Chancen auf unserer Seite. Jetzt aber auch mal für die Gegner wieder was. Aber nichts Zählbares. 1:0 zur Halbzeit, nur 1:0. Das 2:0 für uns ist schon längst überfällig. Gute Chance für die Gegner, bessere Parade für mich. Yes, es ist nur ein 1:0. Also wir müssen aufpassen, das kann kippen. Komm schon, das darf doch nicht wahr sein. Genau, gut verteidigen, aber halt auch mal das 2:0 vorne erzielen. Rauslaufen! Pff, was ein Zweikampf. Oh mein Gott, dass das nötig ist. Der Wahnsinn. Aber umso besser, dass wir es auch gepackt haben. Da kommt gleich die nächste gute Chance und das nächste Laufduell. Also so ein bisschen fühle ich mich jetzt schon wie Manuel Neuer. Nur das Abwerfen kann der, glaube ich, kann der, glaube ich, noch auf jeden Fall besser. Wobei, Bayern München wird auch nicht so gepresst wie wir immer. Spiel abgepfiffen. Boah, der Sieg fühlt sich richtig gut an.
was wir hier geleistet haben, das zu null. Boah, was ein unglaubliches Spiel. Also das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir verbessern uns auch weiter, Flugparaden mit dabei. 8,2 Spielbewertung, also 74. Boah, also ich komme aus dem Staunen, aus dem Hype gar nicht mehr raus. Richtig geil. Das Spiel hat erstmal 1 Million auf den Transferwert obendrauf gesetzt. Also das mal eine Unterstreichung, dass das richtig nice war. Zwischen den Spielen gab es auch ein bisschen Pause. Jetzt, wie gesagt, das letzte Spiel in der Hinrunde gegen Altach. Rapid Wien immer noch 5 Punkte vor uns. Einen kleinen Blick auf den Kalender, der zeigt uns auch in der nächsten Folge wieder am Anfang, Villarreal das letzte Hinspiel der Gruppenphase in der UEFA Champions League. Bis jetzt haben wir da ja 0 Punkte. Da müssen wir es auf jeden Fall, also einen Sieg muss da eigentlich schon her, das ist schon fast Pflicht, damit wir überhaupt irgendwas da noch erreichen können. Aber wir sind hier wieder in der Startformation. Yes, der Trainer feiert uns und ich feiere es auch. Und deswegen starten wir hier in dieses Spiel rein. Wir haben eine Siegesserie in der Liga jetzt schon am Laufen und die müssen wir jetzt hier fortführen. Ja, in den Ligaspielen sind wir für frühe Tore bekannt. Ein Querpass wäre besser gewesen. Definitiv wäre das besser gewesen. So bleibt es beim 0:0. Oh, das gibt Elfmeter. Das sah böse aus. 37. Spielminute. Da gibt es auch keine Videoschiedsrichterüberprüfung oder sonst was. Es gibt direkt die gelbe Karte. Und ja, da ist unser Spieler aber gut abgehoben. Wobei, vielleicht ist er da auch einfach nur weggerutscht. Aber nein, der Schiedsrichter sagt, es gibt Elfmeter. 37. Spielminute. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ihr auch. Das muss es sein. Das 1:0. Bitte, komm schon. Lattenkreuz oder was das war. Pfosten. I don't know. Es steht 0:0. Oh, wieder. Das ist doch... Was ist denn jetzt los? Und... Junge, geblockt. Halbzeit 0:0. Das Spiel musste sich erstmal entwickeln. Hat am Ende richtig Fahrt hier zur Halbzeit nochmal aufgenommen. Aber Tore sind noch nicht gefallen. 71. Spielminute. Wenn wir hier unentschieden spielen, könnte es sein, dass wir einfach 7 Punkte von Rapid Wien schon weg sind. Also das dürfen wir uns nicht erlauben. Yes! Eckballtor! Genau, zum richtigen Zeitpunkt. Durchatmen, Kraft tanken für die letzten 20 Spielminuten. Das wird jetzt richtig anstrengend. Junge, das ist auch gefährlich. Also 2 Meter vor dem Gegner mir einfach den Ball geben. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh mein Gott! Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den halte. Oh Junge! Absolut aus dem Eck rausgekratzt. Der wäre unten eingeschlagen. Nachspielzeit eigentlich schon um. Aber es gibt noch eine Ecke. Komm schon. Ja. Oh. Muss doch nicht sein. Weg damit. Klärt den Ball. Ja, okay, jetzt ist abgefunden. Wir gewinnen mit 1:0. Also das am Ende. Wow. Das hätte nochmal alles zerstören können, aber ich habe eine richtig gute Parade gemacht. Oben rechts in der Infokarte kommt ihr jetzt noch zu den Einstellungen hier in der Torspielerkarriere, wenn ihr selber auch spielen wollt. Außerdem freue ich mich auf die nächste Folge. Und zwar am Mittwoch um 17.30 Uhr. Lasst jetzt noch eine Bewertung da und noch ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um keine weitere Folge zu verpassen. Die Playlist gibt es hier natürlich auch noch im Abspann. Bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Ciao.